Was steht da? Final! Hallo! Zum mittlerweile dritten Part müsste es jetzt sein, der dritte Part. Und hallo zum Finale! Heißt es, du gegen den anderen Fahrer. Aufgrund der ausgeklügelten Strecken mit Kreuzungen passiert ihr die verschiedenen Abschnitte zu unterschiedlichen Zeiten. Dies ist ein reines Publikumsevent, also achte vor allem auf die weiten Sprünge, mit denen du die Menge richtig begeistern kannst. Du musst mehrere K.O.-Runden überstehen, um im Finale der Sieger zu sein. So sieht's aus, das sind die Regeln. Zwei Runden jetzt. Also gegen zwei Gegner muss ich antreten. Im K.O.-System. Ja, welches von den beiden Autos ist besser? Man weiß es nicht, also ich weiß es gerade nicht, aber ich nehme einfach das, wo man mehr Ruf bekommt als Zielbonus. Bis gleich. Da sind wir. Ein großer Tag. Ellie hofft heute auf einen Podiumsplatz. Viel Glück. Podium ist uns sicher. Na los, das schaffen wir. Das wäre die Strecke von vorhin, wo wir Rolli-Cross. Im Rolli sind wir über die Strecke gefahren. Nein, natürlich nicht Rolli, sondern Rallycross gefahren sind. Bloß diesmal im Head-to-Head. Und da vorne ist unser Gegner, der in die andere Richtung fährt. Die Strecke ist auch gar nicht so einfach, weil der Schotter auf dem Schotter, da kommt man richtig zu rutschen sehr schnell. Ich versuche hier einfach mal ein paar Drifts zu machen, um die Zuschauer auf meiner Seite zu haben. Ich glaube für Drifts sind das. Oh Gott, das war jetzt gerade nicht so gut. Was wollte ich sagen? Achso, ich glaube, Drifts interessieren die nicht so wirklich. Ich glaube, was die mehr interessiert, was mache ich denn hier gerade? Ich fahre hier gerade einen Scheiß zusammen. Ich erschrecke die Zuschauer, ja, dass sie wegrennen. Das Einzige, was sie hier, glaube ich, auf der Strecke zumindest interessiert, sind so kleinere Sprünge. Ich glaube, der Gegner übrigens. Aber wir scheinen noch vor dem Gegner zu sein, also der scheint auch nicht so der Mega-Gegner zu sein. So eine Sprünge wie hier, so eine Mini-Sprünge, interessieren die, glaube ich, mehr. Obwohl die, na, ich weiß nicht. Oh, ich fahre mir gerade einen Scheiß zusammen. Also vorhin bin ich die Strecke, ja, vorhin schon mal 3-4 Runden gefahren, bin ich die Strecke auch gefahren. Da habe ich die besser hingekriegt. Da habe ich die sogar ziemlich perfekt hingekriegt, aber sofort mal in die Strecke mit. Weil man hier einfach so toll durchdriften kann wegen dem Schotter. Aber der Schotter macht es einfach schwer und bringt einen zum Rutschen. Und haben wir die erste Runde wenigstens gewonnen. Ja, richtig schlechte Zeit. Vorhin hatte ich irgendwas mit 1,28, 27 oder so. Aber der war ja der Russe wieder dabei, der war auch nicht so gut. So, bis zum zweiten Duell, weil jetzt kommt nochmal eine kurze Ladezeit. Bis gleich. So. Da sind wir wieder. Und falls ihr es nicht schon mitbekommen habt, wie oft ich cutten muss wegen den Ladezeiten. Ein kleines Defizit von Dirt 3, was man hier einfach leider feststellen muss, sind halt die Ladezeiten. Das sind halt ziemlich nervig. Also nicht unbedingt, dass sie so mega lang sind, obwohl die auch etwas länger sind als Dirt 2. Aber halt, wie oft die einfach kommen zwischen so zwei Rennen, die auf der gleichen Strecke stattfinden und so weiter. Naja. Da sieht man übrigens auch, wie nass das Auto ist. Das heißt, es hat vorher geregnet, oder? Ja, da sieht man so ein paar Tropfen, ein paar Perlen. Noch so eine Perle. Ja. Da fährt unser Gegner, unsere Gegnerin, keine Ahnung, wer es ist. Kann ich gerade nicht sehen. Und ja, gleiche Strecke nochmal gegen den anderen Gegner. Okay, es war Bertrand oder irgendwas, also ein Typ. Ah, der Drift ging jetzt schon. Habe ich auch schon mal besser hinbekommen. Mal gucken, wie viel km/h wir diesmal hier auf der Geraden kriegen. Oder da. Ach ne, es war gar nicht auf der. Auf irgendeiner Geraden werden dann die km/h gezeigt. Da muss man eine gewisse Geschwindigkeit erreichen, glaube ich. Damit man irgendwie Bonuspunkte oder so bekommt. Oh, das war. Schon besser als beim letzten Mal. Letztes Mal bin ich ja dadurch die Absperrung gelauscht. Oh, man kommt also. Man muss sich schon trauen, den Drift vor der Kurve anzufangen. Ah, aber nicht zu früh, so wie ich gerade. Weil durch den Schotter wird man nochmal ein bisschen weiter nach außen getragen in der Kurve. Also man muss den Drift quasi schon vor der Kurve anfangen. Oh, das habe ich jetzt auch besser genommen als vorhin.
Man muss den Drift einfach schon vor der Kurve ansetzen, damit man durch die Kurve durchkommt. Ja. Ist auch nicht immer ganz so einfach, wenn man gerade wieder anfängt Dirt zu spielen. Ich habe länger nicht mehr Dirt 2 oder sowas gespielt. Ich komme um die Kurve nicht rum. Vielleicht liegt es auch daran, dass es noch etwas mickrigere Autos sind, die nicht ganz so toll sind. Mit tolleren Autos wird das vielleicht auch besser. Ja, ich würde sagen, ich habe den Belgier besiegt. Und somit die Alpenstars Trophy gewonnen. Und beende hier mit dem Part. Podiumsplatz im allerersten Finale. Du hältst, was du versprichst. Ich halte, jetzt was ich verspreche. Alle, dass mit dir zu rechnen ist. Starke Leistung. Dankeschön. Ja. Bis zum nächsten Mal. Und keep racing, würde ich mal sagen. Bis dann.